Vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich verfolge die Arbeit hier im Kolloquium, aber auch am Lehrstuhl allgemein schon lange und genau, freue mich deswegen sehr besonders, jetzt hier mein Promotionsprojekt bzw. einen Teil daraus vorzustellen. Ich würde einmal meinen Bildschirm freigeben. So. Jetzt muss ich mich hier einmal. Seht ihr jetzt alle meinen Vortrag? Ja? Wunderbar. Okay. Genau. Mein Vortrag steht unter dem Titel Where there is no data, there is no network. Merkmale, Ideale und Best-Practice-Kriterien der historischen Netzwerkforschung. Dazu will ich auf folgende Punkte eingehen. Ich will zum einen ganz kurz was zu meinem übergeordneten Forschungsinteresse sagen, also eben auch zu meinem Dissertationsprojekt. Dann will ich in Kürze auf meinen Korpus eingehen und darauf, wie ich ihn zusammengestellt habe. Und dann komme ich zum eigentlichen Hauptteil meines Vortrags und den Themen, die auch im Titel schon erwähnt sind, also den Merkmalen historischer Netzwerkforschung, den mit ihnen verbundenen Idealen und Erwartungen sowie Good-Practice-Kriterien. Ich werde so um die 40 Minuten sprechen, das heißt, wir haben genug Zeit, dann im Anschluss zu diskutieren. Ja, also zunächst zu meinem Forschungsinteresse. Im Rahmen meines Dissertationsprojekts beschäftige ich mich etwas allgemeiner mit der datengetriebenen Forschung, also nicht wie jetzt hier in diesem Vortrag nur mit der historischen Netzwerkforschung und untersuche, welche theoretischen Rahmen und visuellen Strategien die datengetriebene historische Forschung strukturieren. Einige Leitfragen lauten: Geht datengetriebene historische Forschung mit spezifischen Forschungsthemen, also Forschungsschwerpunkten und bestimmten Forschungsfragen einher? Welche Interessen verfolgen die HistorikerInnen eigentlich, die diese datengetriebenen Ansätze verwenden? Und warum wählen sie sie überhaupt? Also welche oft nur implizit formulierten Erwartungen und Ideale sind mit ihnen verbunden? Es geht mir also um die Bedingungen historischer Wissensproduktion, das heißt darum, wie historisches Wissen durch vorherrschende Vorstellungen, Konzepte und Erwartungen geprägt wird und hier eben im Besonderen darum, wie diese mit dem heutigen Einsatz von datengetriebenen Methoden in der historischen Forschung zusammenhängen. In meinem Promotionsprojekt beschäftige ich mich, wie gesagt, nicht nur mit der Netzwerkanalyse, sondern auch mit historischer Forschung, die Datenbanken und Machine Learning in ihrer Arbeit verwendet. Und die Grundlage dafür bieten für mich Veröffentlichungen, in denen HistorikerInnen diese genannten Anwendungen verwenden. Für die Auswahl dieser Veröffentlichungen habe ich eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und einen Korpus von circa 200 Artikeln zusammengestellt. Das heißt, der heutige Vortrag bezieht sich auf einen Ausschnitt daraus, nämlich auf diejenigen Veröffentlichungen, in denen HistorikerInnen die Netzwerkanalyse verwenden. Ja, nach welchen Kriterien habe ich diese Veröffentlichung ausgewählt? Also zunächst, ganz übergeordnet, war es ja mein Ziel, Veröffentlichungen zu identifizieren, die datengetriebene historische Forschung präsentieren. Und mein erstes Kriterium war, dass ich mich auf Journal-Artikel konzentriere. Das zweite, dass ich nur solche einschließe, die nach Open Access Richtlinien handeln. Alle weiteren Kriterien habe ich in diesem Entscheidungsbaum hier aufgeführt. Also diese ersten beiden Entscheidungen, nämlich Journal-Artikel und Open Access, führten dazu, dass ich das sogenannte Directory of Open Access Journals nutzen konnte, auf der Folie hier abgekürzt als DOAJ. Zum Zeitpunkt der Suche waren dort 19.719 Journals indiziert. Dann habe ich also bestimmte Suchworte entwickelt. Ich wollte, dass die Suche ziemlich breit ist, um erstmal ja, Journals zu identifizieren, die in irgendeiner Form digitale oder computational Forschung veröffentlichen. Das Ergebnis waren dann 1.976 indizierte Journals aus allen möglichen Fachbereichen. Ausgeschlossen habe ich dann solche Journals, die nicht mehr aktiv sind und solche, die bei denen sehr hohe Author Processing Charges, also sogenannte APCs, anfallen. Im nächsten Schritt musste ich dann manuell sichten,
um festzustellen, ob in diesen Journals erstens ausschließlich datengetriebene geisteswissenschaftliche Forschung veröffentlicht wird und zweitens, ob diese auch historische Untersuchungen umfasst. Mein letztes Kriterium war dann, dass ich nur Journals einschließe, deren Veröffentlichungssprachen ich auch beherrsche, weil ich die Artikel ja lesen wollte. Das heißt Deutsch, Französisch und Englisch. Am Ende dieses Prozesses hatte ich dann also Journals bestimmt, die nach den Regeln des Open Access handeln und aktiv sind und keine APCs veranschlagen. Journals, die ausschließlich datengetriebene geisteswissenschaftliche Forschung publizieren und historische Themen bedienen. Und Journals, die hauptsächlich auf Deutsch, Französisch und Englisch veröffentlichen. Am Ende dieses Auswahlprozesses gingen dann die folgenden Zeitschriften, aus diesem Auswahlprozess gingen die folgenden Journals hervor. Sie sind unten auf der Folie in grün markiert, also Atlas Bulletin, Digital Humanities Quarterly, Digital Studies Le Champ Numérique, das Journal of Cultural Analytics, Journal of Data Mining and Digital Humanities und das Journal of Historical Network Research. Im nächsten Schritt habe ich dann die für mich relevanten Artikel bestimmt. Hier ist ein weiterer Entscheidungsbaum. Und das ist sozusagen der Entscheidungsbaum für den Netzwerkekorpus, der zeigt also, wie ich diejenigen Artikel ausgewählt habe, in denen für mich relevante historische Netzwerkforschung veröffentlicht ist. Ohne jetzt hier jeden Schritt im Einzelnen zu erläutern, vielleicht der Hinweis darauf, dass die Suche nach datengetriebener historischer Netzwerkforschung relativ einfach war, also besonders im Vergleich zu zum Beispiel Machine Learning, weil es viel weniger Begriffe gibt, die synonym verwendet werden für Netzwerkanalyse und Network Analysis. Etwas aufwendiger war dann die Entscheidung, ob es sich tatsächlich um historische Forschung handelt, weil sich das wiederum nur manuell überprüfen ließ. Insgesamt habe ich 152 Artikel identifiziert, die sich mit Netzwerkanalyse befassen und 71 davon dann waren welche, die auch historisch forschen. Am Ende des Auswahlprozesses hatte ich also einen Korpus von 71 Artikeln, die zwischen 2013 und 2023 veröffentlicht wurden. Ja, zurück zu meinen Ausgangsfragen. Weist datengetriebene historische Forschung, in diesem Fall Netzwerkforschung, spezifische Merkmale auf? Geht sie mit spezifischen Forschungsfragen, Forschungsthemen und Zielen einher? Also zunächst ist festzuhalten, dass sich die Artikel selbstverständlich alle unterscheiden. Die mathematische Komplexität variiert, die Artikel sind sehr verschieden voraussetzungsreich, sie gehen unterschiedlich tief in die Materie, sei es hinsichtlich der Methode oder des historischen Gegenstands. Manche setzen sich sehr kritisch mit der Anwendung auseinander, andere kaum oder gar nicht, etc. Doch die Lektüre ließ auch erkennen, es gibt Regelmäßigkeiten in der Art und Weise, wie Forschungsfragen formuliert werden. Es gibt wiederkehrende inhaltliche Themen, also Forschungsschwerpunkte. Und es gibt Gemeinsamkeiten in den angestrebten Forschungszielen. Diese drei Aspekte werden selten explizit angesprochen, etwa in den Titeln oder den Abstracts. Aber sie konnten eben bei genauer und sorgfältiger Lektüre aus den jeweiligen Texten abgeleitet werden. Ich will jetzt auf alle drei Bereiche, also auf die Forschungsfragen, die Forschungsthemen und die Forschungsziele einzeln eingehen. Zunächst zu den Forschungsfragen. Was mich bei der Betrachtung der Forschungsfragen interessiert, ist, ob die Wahl einer bestimmten Methode auch die Art und Weise beeinflusst, welche Fragen und welche Antworten gefunden werden. Also determiniert der methodische Ansatz den Zugang zum historischen Forschungsobjekt. Um dieser Frage nachzugehen, habe ich in einem ersten Schritt die Forschungsfrage jedes Artikels isoliert und in einem zweiten Schritt die Fragen auf ihre wesentlichen Elemente reduziert und abstrahiert. Also ich habe mich gefragt, wonach wird hier gefragt und welches allgemeinere Fragemuster steckt hinter diesen spezifisch formulierten Forschungsfragen. Für meinen Korpus ließen sich vier verschiedene Fragetypen identifizieren. Typ 1 fragt nach der Funktion der angewandten Methode. Also wie funktioniert die Netzwerkanalyse? Wie funktioniert sie vor allem in einem geisteswissenschaftlichen Kontext?
Und welche Limitationen kann sie aufweisen? Bei Typ 2 geht es um die Merkmale eines historischen Phänomens. Was kennzeichnet den Kontext einer bestimmten historischen Persönlichkeit zum Beispiel? Was sind die Merkmale eines spezifischen Kontextes? Und wie funktionierte eine Struktur oder ein bestimmtes System? Typ 3 der Forschungsfragen dreht sich um das Thema der Zentralität. Wer oder was stand im Zentrum oder an der Peripherie eines Phänomens? Welche Bedingungen führten zu dieser zentralen Position? Und wie positionierten sich zentrale Figuren in einem größeren Kontext? Typ 4 fragt, wie hat sich etwas im Laufe der Zeit verändert? Wie ist es entstanden, hat sich entwickelt oder verbreitet? Und wie wirkt sich etwas auf jemanden oder etwas aus? Also dieser Typ fragt nach Veränderung oder Impact. In einigen Fällen traten diese Fragen in Kombination mit anderen auf. So untersuchten AutorInnen beispielsweise die Merkmale eines Phänomens und gleichzeitig dessen Impact. Oder sie konzentrierten sich auf eine methodologische Frage und behandelten gleichzeitig die Merkmale eines Phänomens. In Bezug auf die Frage nach dem Verhältnis von Fragestellung und Methode ließ sich festhalten, dass zum Beispiel die Frage nach der Struktur eines Systems oder der Zentralität einer Figur ganz eindeutig geprägt sind von den Möglichkeiten, die die Netzwerkanalyse als Methode bietet. Andere wiederum, beispielsweise die Beobachtung der Veränderung eines Phänomens über einen langen Zeitraum hinweg, ist für die Netzwerkforschung eigentlich eher herausfordernd. Allerdings, und das wird die Beschäftigung jetzt gleich mit den Forschungsthemen zeigen, spielt die Methode gar nicht unbedingt mit Blick auf eine inhaltliche Fragestellung eine Rolle, sondern als Methode selbst. Ich bin damit bei den Forschungsthemen. In den eingeschlossenen Artikeln ließen sich insgesamt 9 Themenfelder identifizieren. Die Netzwerkanalyse als Methode selbst, Macht und Einfluss, Kommunikation und die Verbreitung von Ideen oder Informationen, die Übermittlung von Texten, Drucken, Kunstwerken und Büchern, die Stellung von Personen und die Herausbildung von Gemeinschaften in Netzwerken, Karriereverläufe, Konflikte und Kriminalität, Migration und Erzählungen oder Storytelling. Interessant dabei ist, dass sich viele dieser Themenfelder mit denen, die in der geläufigen Literatur benannt werden, decken. Der größte Themenbereich allerdings wird in der Regel dort nicht benannt und das ist die Netzwerkanalyse als Methode selbst. In über 25% des Korpus ist es die Methode, die den Hauptgegenstand des Forschungsbeitrags darstellt. Ich betone Hauptgegenstand, weil sehr viele der Artikel Kommentare zur Methode beinhalten. In den Artikeln, wo ich die Methode allerdings als Hauptgegenstand identifiziert habe, beschäftigen sich die Autoren entweder ausschließlich oder primär mit ihr. Methodische Fragen spielen im Korpus also eine zentrale Rolle. Diese Beobachtung bestätigt sich auch durch eine Betrachtung der im Korpus vertretenen Forschungsziele, auf die ich jetzt zu sprechen kommen will. Ich konnte im Korpus insgesamt 5 Absichten ausmachen. Das Ziel war entweder die Erforschung eines Inhalts, die Evaluation der Methode, die Überprüfung der Anwendbarkeit der Methode, die Entwicklung oder Weiterentwicklung der Methode oder eine Metareflexion der Methode. Artikel, die einen Inhalt erforscht haben, waren in der Regel beschäftigt mit den Merkmalen eines bestimmten historischen Kontexts oder Phänomens. Bei der zweiten Kategorie der Evaluation der Methode ging es eben darum, die angewandte Methode zu bewerten. Die stand im Vordergrund. Die historischen Erkenntnisse waren in der Regel zweitrangig oder gar nicht vorhanden. Bei der Anwendbarkeit der Methode ging es darum, den Netzwerkansatz zu verwenden und um zu prüfen, ob er überhaupt anwendbar ist. Das historische Wissen ist in diesen Fällen häufig eher ein Nebeneffekt dieser Veranschaulichung der Anwendbarkeit. Manchmal ist es aber auch bereits vorher bekannt und dann die Anwendbarkeit der Methode, die Überprüfung der Anwendbarkeit der Methode
eben dazu zu schauen, ob der Netzwerkansatz erfolgreich ist oder nicht. Bei der Entwicklung der Methode geht es häufig um die Weiterentwicklung des Netzwerkansatzes und um die Anwendung von meist bislang unerforschten oder wenig verwendeten Ansätzen der Netzwerkanalyse. Und in der Regel ist hier das Ziel, die historische Forschung weiterzuentwickeln und auch einen Beitrag zum breiteren Feld der Netzwerkforschung zu leisten, also auch über die historische Netzwerkforschung hinaus. Ja, und unter Metareflexion habe ich all diejenigen Artikel gefasst, die dem Einsatz der Netzwerkanalyse eine kritische Reflexion unterziehen. Hier geht es zum einen um Artikel, in denen die Autorin die Netzwerkanalyse selbst verwenden und dann kritisch reflektieren, oder eben auch um Autorinnen, die den Einsatz theoretisch reflektieren, ohne ihn anzuwenden. Hier können Sie jetzt die Verteilungen sehen. Also ich muss dazu sagen, Mehrfachzählungen waren möglich. Das heißt, weil ganz häufig nicht nur eine Absicht, sondern eben mehrere in den Artikeln auszumachen sind, ergibt das jetzt hier keine 100%. Aber wie Sie sehen, also die Untersuchung eines historischen Inhalts, damit waren ungefähr 60% des Korpus befasst. Also in 60% des Korpus ließ sich ein historisches Interesse erkennen. In 30% aller Artikel wurde die Methode evaluiert. In einer ähnlichen Anzahl von Artikeln ging es um die Anwendbarkeit. Etwa 10% der Artikel verfolgten das Ziel, die Methode weiterzuentwickeln. Und Artikel mit einem selbstreflexiven Ansatz machen etwa 12% des Korpus aus. Ja, wie bereits angeklungen, ist auffällig, dass die Methode eine besondere Rolle im Korpus einnimmt. Wenn man hier nur ein bisschen genauer hinschaut, sind 4 der 5 Forschungsabsichten methodenbezogen. Und von den 60% der Artikel, die ein inhaltliches Interesse verfolgen, tut nur die Hälfte dies ausschließlich. Die andere Hälfte ist ebenfalls mit methodologischen Fragen beschäftigt. Ja, damit ist die Methode in rund 70% des Korpus von Belang. Dieses Ergebnis ist in diesem Kontext, also für euch und Sie als Teilnehmende dieses Kolloquiums, vielleicht nicht sonderlich verwunderlich. Und es deckt sich auch mit einigen Kommentaren, die hier im Kolloquium zur Rolle der Methode schon gefallen sind. Einmal beispielsweise kam die Frage auf, wie viel Zeit eigentlich noch für den historischen Gegenstand bleibe. Ein anderes Mal kam von Ihnen, Professor Hildmann, der Hinweis, dass am Lehrstuhl unterschieden wird zwischen Arbeiten, die sich auf die Methode fokussieren, und Arbeiten, die einen historischen Gegenstand untersuchen. Insbesondere aber für Forschende, die wenig mit den digitalen und die mit den digitalen Geistes- und Geschichtswissenschaften zu tun haben, glaube ich, ist der Fokus auf die Methode überraschend. Jemand, der nicht mit datengetriebenen Verfahren arbeitet, könnte vermuten, dass die meisten Artikel inhaltsorientiert sind, so wie das Gros der nicht datengetriebenen Forschungsarbeiten eben auch. Ja, und nun also die Frage, warum kommt der Methode eigentlich eine so große Bedeutung zu? Die Philosophin Sibylle Krämer hat auf den Umstand hingewiesen, dass die Digital Humanities jung sind und sich in einer Tinkering- und Trial-and-Error-Phase befinden. Sie schreibt: "The Digital Humanities are a new cluster of scientific practices that are still in the tinkering and trial-and-error stage and, moreover, face the difficult task of combining informatics and humanities styles of thinking." Die Überprüfung der Anwendbarkeit einer Methode, ihre Evaluierung und Weiterentwicklung sind daher notwendige Schritte auf dem Weg zu einer Disziplin mit einem erweiterten Methodenrepertoire. Und selbstverständlich gehört auch das sogenannte Tinkering, also das Basteln und Experimentieren, in diese Phase, was eben auch bedeutet, dass nicht mit jedem neuen datengetriebenen Ansatz das Rad neu erfunden, die Disziplin revolutioniert oder bislang unbekannte Resultate gewonnen werden können. Ich würde hier gerne ein Ja, aber hinzufügen, denn die Erwartungshaltung, dass mit computationellen Methoden Neues entdeckt werden kann und neuartige Perspektiven möglich werden, stammt nicht selten aus den Digital Humanities selbst. Ich möchte hier gerne die These aufstellen, dass die breite Anwendung
von und Beschäftigung mit der Methode auch damit zusammenhängt, dass bestimmte Erwartungen an sie geknüpft werden. Die Vorstellungen etwa darüber, was mit der Methode auf der Ebene der historischen Forschung alles möglich ist, machen sie zu ganz besonders überzeugenden Instrumenten der Forschung. Und damit bin ich beim nächsten Aspekt, nämlich den Idealen datengetriebener historischer Forschung. Generell sehr weit verbreitet und auch im Korpus sehr präsent ist die Annahme, dass mit datengetriebenen Netzwerkmethoden bislang Unentdecktes zum Vorschein kommt. So heißt es beispielsweise in einem Journalartikel: Our aim is to provide an illustration of how relational networks can unearth significant connections between individuals in di different biographical dictionaries. Mit relationalen Netzwerken, so die AutorInnen, können signifikante Verbindungen unearthed, also ausgegraben werden. Der Idee des Aufdeckens liegt die Vorstellung zugrunde, dass historische Prozesse verdeckt und deshalb für HistorikerInnen nicht sichtbar sind. So heißt es in einem anderen Beitrag: My paper will exemplify how photography corpora could be used as a source for network analysis, seeking to explore, reconstruct and visualize hidden historical social networks. Hier verspricht der Autor die Rekonstruktion und Visualisierung verborgener historischer sozialer Netzwerke, die für ihn ganz selbstverständlich in den Möglichkeitsraum der Funktionsweise der Netzwerkanalyse gehören. Doch auch die Vorstellung, dass ganze historische Prozesse sich im Verborgenen bzw. hinter den Kulissen abspielen, taucht in den Texten des Korpus auf. Ein weiteres Beispiel liest sich so: Social network analysis is an effort to discover societal structures of the past, and particularly those that may be overlooked or dismissed as inconsequential in traditional historical research. Thus, one of the aims of this paper is to visualize historic processes that take place behind the scenes, oftentimes invisible to the casual observer. Hier wird mittels Netzwerkanalyse also entdeckt, was von der Forschung bisher übersehen oder als unbedeutend abgetan wurde. Besonders interessant finde ich den Casual Observer, den flüchtigen oder oberflächlichen Beobachter. Für ihn nämlich bleiben historische Prozesse, die sich hinter den Kulissen abspielen, unsichtbar. Die datengetriebene Methode wird also zur Möglichkeit für HistorikerInnen, hinter die Kulissen zu blicken, den Vorhang zu heben sozusagen und Prozesse aufzudecken, die von der traditionellen historischen Forschung übersehen wurden. Aber wie eigentlich? Was genau bietet die Netzwerkanalyse, dass sie dies ermöglicht? Ein Blick in die Texte zeigt, dass der Netzwerkanalyse etwas inhärent zu sein scheint, das einen anderen Blick, eine neue Perspektive auf den Gegenstand ermöglicht. In der Regel wird die Netzwerkanalyse an dieser Stelle dann mit qualitativen Ansätzen verglichen, nicht selten mit dem sogenannten Close Reading, das, so ein Autor, am eigenen engen Horizont orientiert sei. Im gleichen Text heißt es weiter: Social network analysis provides the historian with new paradigms and new points of view, which help him her to transcend the limitations of his source material and to posit new theories that would have been difficult to develop from traditional close reading of the sources alone. HistorikerInnen also brauchen die neuen Perspektiven und Paradigmen, zum einen, um über die Grenzen ihrer eigenen Quellen hinauszugehen, und zum anderen, um über den eigenen Horizont, man möchte fast hinzufügen, über die eigene Subjektivität hinauszukommen. Aber was am Netzwerkansatz bzw. an der datengetriebenen Forschung erlaubt dieses Hinauskommen? Hierfür scheint ganz wesentlich zu sein, dass die Netzwerkanalyse dass der Netzwerkanalyse ein systematisches Vorgehen unterstellt wird, das einer Struktur folgt. Ich bin damit beim zweiten Ideal der historischen Netzwerkforschung angekommen: Systematik und Struktur. Ich will wieder mit einem Zitat aus einem der Texte im Korpus einsteigen.
The formal approach requires the systematic collection of computable network data, which can be analyzed with metrics derived from graph theory and visualized with the help of layout algorithms. Der formale Netzwerkansatz wird hier einem nicht formalen Ansatz gegenübergestellt. Mit dem nicht formalen Ansatz ist ein metaphorischer, nicht komputationeller Umgang mit der Netzwerktheorie gemeint. Der formale Ansatz benötigt, so der Autor, eine systematische Sammlung von berechenbaren Netzwerkdaten. Man könnte auch sagen, er benötigt strukturierte Daten, also Daten, die beispielsweise in einer Tabelle oder Datenbank vorliegen. Die Verwendung der Netzwerkanalyse wird hier also gleichgesetzt mit einer systematischen Datensammlung. Mittels des Netzwerkansatzes wird es möglich, eine sogenannte strukturelle Perspektive einzunehmen, die wiederum neue Erkenntnisse liefern soll. So heißt es in einem anderen Artikel: Adopting a structural perspective may well be able to cast the whole affair in a new light and to provide some needed fresh impulses. Mit der strukturellen Perspektive oder der Struktur im Allgemeinen sind je nach Autor oder Autorin unterschiedliche Dinge gemeint. Einerseits ist häufig von der Struktur des Netzwerks selbst die Rede. Struktur kann dann hier synonym stehen für das ganze Netzwerk oder für Teile dessen, also einzelne Netzwerkkomponenten oder sogenannte strukturelle Löcher etwa, deren Eigenschaften wiederum dann Rückschlüsse auf das abgebildete Netzwerk zulassen. Hier entsteht eine strukturelle Perspektive, weil Informationen in Netzwerkform gebracht werden. Die strukturelle Perspektive ist dann also eine Netzwerkperspektive, die man einnimmt, wenn man Netzwerke als Modelle verwendet. Andererseits findet sich in den Texten auch die Vorstellung, dass historische Prozesse selbst Strukturen aufweisen. Hier wieder ein Beispiel. In this paper, we combine natural language processing techniques and network analysis in order to systematically map the individuals mentioned in the Biographical Dictionary of Republican China, thus revealing its underlying structure. Diese Verwendung hebt meines Erachtens auf die Struktur als Muster ab. Hiermit sind in der Regel in den Daten verborgene Strukturen gemeint, die erst durch die Menge an Daten und die Verwendung der Netzwerkanalyse zum Vorschein kommen. In der Regel wird hier dann die Vorstellung des Netzwerks als Modell verlassen. Das Netzwerk als solches hat es dann den AutorInnen zufolge historisch gesehen gegeben. Es war real, aber es war nicht sichtbar, zumindest nicht für den oberflächlichen Beobachter, könnte man hinzufügen. Tatsächlich finden sich in den Texten sehr unterschiedliche Auffassungen des Begriffs Netzwerk. Mal ist die Verwendung als Modell, also als Perspektive, die man einnimmt, eindeutig. Mal erscheinen die Netzwerke wie natürliche, lebendige Dinge, ein Aspekt, der sich durch die Sprache ausdrückt. Die eben getroffene Unterscheidung allerdings, also zwischen erstens systematisch erhobenen, strukturierten Daten, zweitens dem Netzwerk als Struktur und damit als Modell und drittens der Struktur als realem Muster, findet sich in den Texten selbst so nicht wieder. Vielmehr verschmelzen die Bedeutungen. Die Netzwerkanalyse erscheint als Methode, der ein systematisches, strukturiertes Vorgehen inhärent ist, und sie produziert eine Netzwerkperspektive, die spezifische Strukturen sichtbar macht, ob diese nun als reales Phänomen aufgefasst werden oder nicht. Was sich allerdings feststellen lässt, ist, dass die systematische Herangehensweise und das Konzept der Struktur im Korpus ausgesprochen positiv bewertet werden und nicht selten konventionelleren hermeneutischen Ansätzen gegenübergestellt werden. Das vielleicht deutlichste Beispiel ist dieses. Aiming to go beyond loosely articulated case studies towards structural logics, this study highlighted channels and networks that were either favorable or not at all to this internationalization. Was diese Einblicke gezeigt haben, ist, dass Systematik und Struktur vielen AutorInnen zufolge der Netzwerkanalyse inhärent sind. Sie werden darüber hinaus zur Voraussetzung für die Einlösung des Versprechens,
Peripheres, Randphänomene, also Menschen, Orte oder Institutionen, die bislang unsichtbar geblieben sind, zum Vorschein zu bringen. Dies ist, wie ich finde, gerade im Kontext historischer Forschung eine ziemlich radikale Behauptung, zumindest wenn sie so pauschal aufgestellt wird. Denn wie es im titelgebenden Zitat schon heißt, where there is no data, there is no network. Daten sind sowohl das Produkt von Geschichte als auch eine mögliche Dokumentation derselben. Netzwerkdaten, so strukturiert und systematisch sie auch erhoben und so datengetrieben sie untersucht wurden, können nichts abbilden, das nicht überliefert ist. Die Kunsthistorikerin Stephanie Porras schreibt in diesem Zusammenhang: Networks need data sets with names of individuals, organizations or other entities to serve as nodes. Archives provide these names, except when they don't. Ja, ich glaube, wir können an dieser Stelle festhalten, dass Netzwerke aufgrund der Daten, die sie konstituieren und der Annahmen, die sie begleiten, eben auch das Potenzial haben, historische und aktuelle Ungleichheiten zu zementieren, insbesondere wenn daraus saubere, gut lesbare Visualisierungen werden. Allerdings nochmal ein Thema für sich. Die gute Nachricht ist, dass die hier zuletzt eingebrachten Zitate aus der Netzwerkforschung selbst, also auch aus meinem Korpus, stammen. Bei den Artikeln, die ich anfangs als Metareflexion bezeichnet habe, handelt es sich um Forschungsbeiträge von AutorInnen, die diskutieren, mit welchen Herausforderungen die Verwendung von Netzwerkanalyse einhergehen kann. Und damit bin ich beim letzten Teil angekommen, bei den Good Practice-Beispielen der historischen Netzwerkforschung. Einsteigen will ich wieder mit einem Zitat aus dem Korpus selbst von einem Autor, der selbst drei Good Practice-Kriterien aufstellt. Bei ihm heißt es: Transparency is the key. Let me offer several rules for what I consider to be best practices for data collection, data cleaning and data analysis. First, scholars must collect data from a discrete and bounded source. Second, scholars must make that data available to the wider community in both raw and clean form. Third, scholars must state explicitly which functions in which software packages they have used to perform their analysis. All of these best practices are necessary to ensure the presence of a fundamental necessity for scientific inquiry, the possibility of falsifiability. Dem Autor zufolge sollten Historikerinnen also ihre Daten auf Basis einer konkreten und definierten Quelle erheben. Sie sollen diese Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, sowohl in roher als auch in bereinigter Form. Und sie sollen angeben, welche Funktionen in welchen Softwarepaketen sie für ihre Analyse verwendet haben. Basierend auf der Lektüre meines Korpus würde ich diesen hier schon genannten Vorschlägen gerne etwas hinzufügen und dabei bei einem Schritt beginnen, der noch vor der Datenerhebung eigentlich stattfindet. Ich habe den Punkt genannt: Forschungsfrage, Forschungskontextrelevanz der Netzwerkanalyse. Für mich stachen besonders diejenigen Artikel hervor, in denen die Forschungsfrage klar formuliert und klar erkennbar war, und Forschungsfragen, aus denen auch die Relevanz der Verwendung der Netzwerkanalyse hervorging. Also nicht nur die Frage danach, was ist die Forschungsfrage, sondern auch, warum eignet sich die Netzwerkanalyse zu ihrer Beantwortung? Also was kann die Netzwerkanalyse in Bezug auf die Forschungsfrage eigentlich leisten? Dann eben auch die Einbettung der Forschungsfrage in einen Forschungskontext, also das Aufzeigen, wie die eigene Forschung in Relation zu anderen Forschungsarbeiten steht und wie sich dort der Netzwerkansatz einfügt. Also nicht nur, was ist bereits untersucht worden, sondern auch, was könnte das Einnehmen einer Netzwerkperspektive diesem bereits Bekannten hinzufügen? Der nächste Punkt betrifft dann tatsächlich die Datenerhebung oder die Entstehung der Primärdaten, den auch der zitierte Autor, diesen Punkt, den auch eben auch der zitierte Autor gemacht hat.
Das ist tatsächlich ein Aspekt, der in den Artikeln des Korpus sehr unterschiedlich behandelt wird, also mal sehr umfassend und eben mal sehr weniger umfassend, sehr viel weniger umfassend. Die Frage allerdings danach, wie die Daten erhoben wurden, nach welcher Methodik, welche Quellen eingeschlossen wurden, welche nicht, wo die Grenzen lagen, die Grenzen des Datensatzes und damit eben auch die Grenzen der Analyse lagen, stellten sich für mich als Leserin als wirklich grundlegend dafür heraus, was die Grundlage für die Analyse bildet. Und eng damit verbunden ist das Data Cleaning oder die Datenbereinigung. Ich finde wichtiger als diese Idee, dass Datensätze in beiden Varianten, also bereinigt und unbereinigt, zur Verfügung gestellt werden, finde ich, ist eben die Datenbereinigung überhaupt zu thematisieren und anzugeben, was und vor allem weshalb bestimmte Aspekte ausgeschlossen wurden. Also wie wurden die Daten modifiziert, um die Untersuchung zu ermöglichen und warum? Diese letztgenannten Punkte, also die Datenerhebung und die Datenbereinigung, lassen die LeserInnen eben wissen, was als Grundlage der Untersuchung herangezogen wurde und sind auch die Voraussetzung dafür, dass ich ein Verständnis dafür entwickeln kann, was mit den Ergebnissen eigentlich ausgesagt werden kann, damit ich auch den Evidenzgrad einschätzen kann. Die Datenbereinigung im Speziellen macht darüber hinaus eben auch noch deutlich, dass Daten nicht einfach vorliegen. Das ist ja so ein Aspekt, finde ich, der vielerorts diskutiert wird, aber der auch ganz unterschiedlich in den Artikeln wiedergespiegelt ist. Ja, in diesem Kontext fand ich auch diejenigen Artikel sehr aufschlussreich, die den Anteil der manuellen Arbeit erwähnen, weil dies eben kenntlich macht, wie viel Datenarbeit auch menschliche Arbeit beinhaltet. Also die Frage, an welchen Stellen musste manuell gearbeitet werden und wie wurde dabei vorgegangen. In der Regel war dies auch historisch interessant, weil dadurch Einblicke in die Merkmale der Quellen möglich wurden. Ein Beispiel, ich erinnere mich an einen Artikel, in dem die Autorin über so Werkstattstrukturen gesprochen hat und in ihren Quellen waren eben nicht alle historischen Persönlichkeiten eindeutig zuordnen, also man konnte sie nicht eindeutig zuordnen aufgrund von unterschiedlichen Schreibweisen der Namen und solche Beispiele finde ich gerade aus historischer Perspektive eben immer interessant. Also diese Erwähnung der manuellen Arbeit fand ich eigentlich immer sehr produktiv. Damit zusammenhängt dann eben die Thematisierung von Herausforderungen, beispielsweise eben zweideutige Daten, die sich nicht in etwas Diskretes verwandeln ließen oder Aspekte, für die sich die Netzwerkanalyse einfach doch nicht eignete. Also das gab es auch. Und dann eben, wie damit umgegangen wurde. Also was ließ sich nicht lösen und wo waren die Daten widerspenstig? Ja, in Bezug auf das historische Material waren auch die Herausforderungen immer besonders interessant. Ich hatte so den Eindruck, dass es da so ein Arbeiten mit und durch die Netzwerkanalyse als Tool gab, was eben nicht immer unbedingt erfolgreich war in Bezug auf die Netzwerkanalyse selbst, aber doch immer was über den historischen Gegenstand aussagte. Und dann tatsächlich manchmal die Perspektive auf diesen Gegenstand verändert hat. Ja, der vorletzte Punkt ist die theoretische Fundierung der Netzwerkanalyse und was dies für den historischen Gegenstand bedeutet. Also hier meine ich Forschungsbeiträge, die erklären, welches Analysefeature der Netzwerkanalyse verwendet wurde und was dies theoretisch und inhaltlich bedeutet. Also formuliert als Fragen, was wird eigentlich wie gemessen? Und wie übersetzt sich dies auf den Forschungsgegenstand? Ja, also die Anerkennung einfach auch, dass Netzwerkanalyse theoretische Fundierungen hat, die der Methode zugrunde liegen, die man übersetzt auf den historischen Gegenstand. Und damit bin ich beim letzten Punkt angekommen, nämlich der Kenntlichmachung und ja, der Berücksichtigung der Netzwerkanalyse als Modell. Also die Texte, an denen klar erkennbar war, dass es sich um eine Theorie handelt, der bestimmte theoretische Konzepte zugrunde liegen
Und dass die Netzwerkanalyse dadurch eine ganz bestimmte Perspektive produziert, statt Strukturen auszugraben, von denen man ausgehen kann, dass es sie genau in der Form gegeben hat. Also die Frage, welche Perspektive schafft die Netzwerkperspektive auf den historischen Gegenstand? Dieses Bewusstsein, das zeigte sich besonders in der verwendeten Sprache, also in der Sprache der Texte, wenn diese sehr nuanciert war und erkennen ließ, dass das Netzwerk eben ein Modell ist, mit dem auf den historischen Gegenstand geschaut wird. Ich glaube, der Unterschied zwischen diesen Good Practice-Kriterien und denen, die ich eingangs zitiert habe, ist, dass sie sich nicht auf datengetriebene Forschung im Allgemeinen beziehen, sondern das Zusammenspiel aus datengetriebener Forschung und geisteswissenschaftlicher Forschung berücksichtigen. Anders gesagt, das, was Sibylle Krämer als die Kombination aus Informatics and Humanities Styles of Thinking bezeichnet hat, gerät hier in den Fokus. An welcher Stelle eignet sich ein datengetriebener Ansatz besonders für die Beantwortung einer Forschungsfrage und weshalb? Was kann damit eigentlich untersucht werden? Was bedeutet diese oder jene Messung auf einen historischen Kontext angewandt? Was kann mit diesen Ergebnissen ausgesagt werden? Und wie lassen sich eben auch Mehrdeutigkeit, Ungewissheit, historische Situiertheit und die Konstruiertheit von Wissen mit berücksichtigen? Aspekte also, die für geisteswissenschaftliches Denken und Arbeiten unerlässlich sind. So, ich bin damit bei meinem Fazit und auch einem kleinen Ausblick. Ich will zunächst einmal zusammenfassen. Also in dem Versuch, datengetriebene historische Netzwerkforschung zu charakterisieren, ließen sich auf Basis eines Textkorpus wiederkehrende Forschungsthemen und Forschungsfragen ausmachen. In beiden Bereichen spielte die Methode eine besondere Rolle. Zudem wurde deutlich, dass die wenigsten aller Forschungsarbeiten einem rein inhaltlichen Interesse nachgehen. Ein Großteil geht methodologischen Fragen nach, die reichten von der Evaluierung der Methode über die Überprüfung der Anwendbarkeit und ihrer technischen Weiterentwicklung bis hin zu ihrer kritischen Reflexion. Die historische Netzwerkforschung hat also ihre eigenen disziplinspezifischen Themen und Fragen und verfolgt eigene Interessen. Mit der Anwendung der Netzwerkanalyse sind, wie ich zeigen konnte, allerdings auch bestimmte Vorstellungen darüber verbunden, wie die Methode funktioniert und was sie leisten kann. Das Aufdecken von bislang Unentdecktem durch die Einnahme einer strukturellen Perspektive erwies sich dabei als ein virulentes Ideal der historischen Netzwerkforschung. Was ich aber auch deutlich machen wollte und weiter ausbauen will, ist, dass die besonders produktive Kritik an der Verwendung der Netzwerkanalyse in der historischen Forschung aus der Netzwerkforschung selbst kommt. Diese Form der Kritik ist, glaube ich, deshalb produktiv, weil sie methodenkundig ist und nicht pauschal kritisiert mit ihrerseits verzerrten Vorstellungen davon, wie in den digitalen und datengetriebenen Geisteswissenschaften eigentlich gearbeitet wird. Die Dekonstruktion von Erwartungen und Idealen, die mehr oder weniger unausgesprochen den Einsatz einer Methode prägen können, ist für diese Form der Kritik meines Erachtens eine wesentliche Voraussetzung. Und nur noch ein kleiner Ausblick. Unter Berücksichtigung der anderen beiden Corpora, also der Datenbanken, der historischen Forschung, die mit Datenbanken und mit Machine Learning arbeitet, bin ich im Begriff, weitere Merkmale und Ideale datengetriebener historischer Forschung auszuarbeiten. Die positive Bewertung von großen Datensammlungen sowie der hohe Stellenwert von Zahlen und Berechnungen, sind Aspekte, die mich dabei gerade beschäftigen. Am Ende dieses Prozesses will ich Antworten darauf finden, welches Verständnis von historischer Forschung mit der Nutzung datengetriebener Ansätze einhergeht. Also was gilt in der datengetriebenen historischen Forschung als gute historische Forschung? Setzen sich in den digitalen und datengetriebenen Geistes- und Geschichtswissenschaften, mit Lorraine Destin gesprochen, neue epistemische Tugenden durch? Und welches Selbstverständnis des Historikers oder der Historikerin liegt der datengetriebenen Forschungsweise zugrunde? Sehen Sie sich als Detektivin, Archäologen, Forensikerin oder Strukturensucher? Vielen Dank.